Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Minecraft mit dem wunderbaren Homtex. Hallo. Und wir wollen jetzt Vorbereitungen treffen für das Ende. Denn das Let's Play ist bald vorbei. Verrückt. Wir sind schon kurz davor, den Enderdrachen zu töten. Unfassbar. Wir müssen noch ein paar Enderperlen besorgen, weil wir so viele Enderperlen verschwendet haben das letzte Mal. Ja, wobei, aber eigentlich waren wir doch recht sparsam. Ich habe danach tatsächlich mal bei YouTube geguckt, wie das so Pros machen. Mhm. Und also wir haben verhältnismäßig wenige gebraucht. Ja. Siehst du mal. Bin ich doch gar nicht so schlecht. Nee. Der Beste. Der Beste. Mindestens. Mindestens. Wenn nicht sogar der Zweitbeste. Ich bin oben drauf, ganz oben drauf, weil ich hier nämlich jetzt mir ein Dach bauen kann für die Endermänner. Ich mache mal ganz kurz die ganzen Löcher hier zu. Das ist ja schrecklich. Das fällt mir hier nachher noch runter. Ich glaube, die Löcher machen die Enderman hier rein, weil die. Ey, da ist einer mit der Armbrust, ne? Ja. Hört ihr den mal bitte? Während ich hier die Löcher zumache. Und nicht die Enderman angucken. No. I won't do that. Man, diese Löcher reinzufallen, wäre, glaube ich, echt übel eklig. Übel eklig? Ja, wäre nicht so schön. Da gebe ich dir recht, ja. Mach die Löcher hier auch mal zu, wenn ich welche sehe. Ups. Auch schon viele Blöcke verbraucht. Da kriegen die Schweine da unten keine Luft mehr. Was ist das denn? Was für ein Pilz? Kriegen die Schweine da unten keine Luft mehr. Und die ersticken. Sticke, ja. Sticke, ersticke. Ich glaube, wir haben fast alle Löcher zu. So. Dann will ich jetzt mal einen Enderman angreifen und hier unter mein Dach gehen. Ich komme mit unter das Dach. Das ist nicht so gut. Da laufen sie. Wir haben aber ein Schild, ne? Soll ich den abschießen? Man kann das zurückschießen, das Ding, was der spuckt, ne? Scheiße, man kann dagegen schlagen. Er ist tot. I killed him, I killed him! Okay. Wo sind die anderen Endermen? Da oben ist noch einer. Ja. Der will nicht. Ja, hier in der Ecke steht auch einer. Komm gerade runter mit einem. Das ist doch auf uns drauf oben. Ah, nein, da ist er. Da ist der Assi. Ah. Hat eine gedroppt, ne? Ich hab was Fluppen gehört. Warte mal, hast hier in der Ecke ist noch einer. Hab ihn angeschossen. Hast du die Perle aufgenommen? Kann sein, dass ich den in der Hand halte. Achso, komm, so dieser Block, das war. Soll ich den zweiten auch nochmal pullen? Ne, der eine muss ja noch sterben. Oh Gott, der ist hier. Da ist er. Wo ist der denn jetzt? Er ist irgendwo oben drauf, glaube ich. Da rechts. Ach da. Da ist eine Perle. Wie viele braucht man eigentlich? Drei Stück oder was? Fehlt ja, uns. Irgendwie so. Man kann die übrigens auch angucken, dann kommt die auch her. Ich kann die einfach ins Gesicht gucken. Guck ihm richtig ins Gesicht. Boah, guck mal, wie ich ihn angucke. Mhm. Oh, der ist richtig salty. Warum mag denn der das eigentlich nicht angeguckt zu werden? Weil es Slenderman ist. Das war ja damals so cool und so Slenderman. Es ist voll an mir vorbeigegangen, ne? Ja. Siehst du mal. So, haben wir noch irgendwo welche? Ich gerade, ob ich mal ganz kurz hier dafür sorge, dass nicht mehr hier die ganze Zeit hochlaufen.
Bin der Meinung... Ach ja, genau, hier ist noch einer. Komm mal her, du Heslon. Oh. Können sich teleportieren, wenn du die Asan genau siehst, da. Kann er nicht hier hoch. Ja, ja. Du hast das Auge. Sag mal, was kommt denn da? Ich hab das Auge, ja. Was tut er denn? Stress. Einen brauchen wir noch. Ein Auge brauchen wir noch. Richtig. Ja. Das meinte ich. Waren doch sonst immer so viele? Wo sind die alle? Wir haben die getötet. Schon? Da kommt einer. Kommt einer. Hm. Kannst du mir das Auge geben? Ja, warte. Da. Das Schwein greift nicht an, glaube ich. Das ist ein normales Schwein. Ich weiß nicht, ob drei Stück alles war, was wir brauchten, aber ich habe so eine Erinnerung, dass uns drei Stück fehlten oder so. Ich glaube ja, oder? Wir können auch im schlimmsten Fall wieder zum Nether. Wir können mit dem Boot fast bis dahin fahren. Also so schlimm ist es nicht, wenn ich jetzt einmal dahin fahre und gucke. Na, wo war nochmal der Weg jetzt von hier aus? Warte. Warte mal, das war die Treppe hier. Ah. Hier geht es runter. Und bist schon froh, wenn Minecraft vorbei ist. Ach, was heißt froh? Also ich freue mich, wenn wir das Ende erreicht haben und wir den Endgegner besiegt haben. Aber es macht ja Spaß. Ja. Das ist wahr. So, ich habe schon mal drei Ender-Augen daraus gemacht und jetzt fahre ich mal ganz kurz mit der Karte zusammen. Ja, ich komme mit. Ich glaube, dass wir da relativ weit kommen. Schlimm ist, dass man im Boot keine Karte angucken kann. Das sollten sie echt mal nachpatchen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber jetzt kann man hier bei Minecraft ja schon mal ankündigen, dass es vermutlich tatsächlich bald den ersten Podcast geben wird. Zu Plague Tale Requiem. Weil ich glaube, da gibt es auch Redebedarf. Und ich glaube auch vor allem, wenn das Let's Play dann bei mir durch ist und die Leute das auch selber durchgespielt haben, gibt es immer noch Redebedarf für das für die letzten 3 Stunden des Spiels. Ich glaube, da werden einige Leute. Also, du sagst, die letzten 3 Stunden war das Beste so, oder? Die letzten 3 Stunden waren eine emotionale Achterbahnfahrt. Das auf jeden Fall. Ich muss mal ganz kurz auf die Karte gucken. Achso, jetzt habe ich ein Schild in der Hand, deswegen. Okay, wir können den Fluss hier entlang. Ja, wir können eigentlich fast wirklich mit dem Fluss bis dahin nur richtig fahren. Ach ja, Boot fahren. Ehrlich. Ja, ne? Ich habe übrigens die Render Distance mal auf 20 hochgestellt, falls ihr das seht gerade schon, dass ich weiter gucken kann. Ich dachte mir, jetzt habe ich ein PC-Upgrade hinter mich gebracht. Jetzt sollte ich dann auch mal dafür sorgen, dass das Let's Play noch ein bisschen aufgewertet wird dadurch. Ich könnte es vermutlich sogar noch höher stellen, aber ich habe es jetzt erstmal auf 20 gestellt, von 12 hoch auf 20. Und mal ganz kurz auf die Karte gucken. Oh, sagt bloß, der Fluss ist da zu Ende. Warum steht hier so ein random Block? Weil wir hierher gekommen sind. Ach ja, stimmt, wir hatten ja die Wege, wir hatten das ja markiert. Kann sein, dass wir einmal das abreißen oder können wir da vorne durch so einen kleinen Flussschneise da durch. Wir bauen uns einfach einen Fluss. Mhm. Eine Seestraße. Ist gar nicht aufwendig. Ein Kanal mit Kiesbett. Man kann doch im Schiff die Karte angucken, sehe ich gerade. Okay, dann müssen wir das Schiff halt mitnehmen. Und ein Stück laufen. Die Sonne geht auch bald unter. Nicht so gut. Ach, wir haben noch ein Messer dabei. Ein Messer. Ein Messer. Ah, schlitzen die alle auf. Schlitz.
Schade, dass man nicht von zu Hause bis dahin kann. Mit dem Boot. Ui, was ist denn das für ein Loch hier? Hast du das gesehen? Canyon. Ja, ja. Das ist ein Canyon, die gibt's schon lange. Der sah aber gut aus. Du auch. Danke, das kann ich nur zurückgeben. So, da wollen wir unser Boot hier reinsetzen. Auf geht's. So, warte, da muss das Boot jetzt... Also hier fahren wir jetzt wieder mit dem Boot. Ja. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, in welche Richtung du gefahren bist. Hier, bist richtig. Nee, jetzt bist du... Ja, jetzt bist du richtig. Warte. Seh dich auf der Karte. Muss ich geradeaus? Ja. Oder rechts rum? Jetzt rechts rum, du kannst eh nicht anders. Du musst den Fluss... Ach, da bist du. Jetzt sehe ich dich wieder. Ah. Haha. Oh. So. Immer dem Flussverlauf folgen, Hom. Man sieht da sogar unsere Fackeln hier noch. Der Fackelweg. Ich muss mal überlegen, ob wir links oder rechts rum, aber ich glaube, links rum geht es schneller. Aber weißt du, was wir uns noch gar nicht angeguckt haben? Jetzt kommt's. Diese Unterwasserwelten, die es jetzt ja geben soll. Ja, aber das ist ja nicht notwendig fürs Ende, oder? Nee, das stimmt, aber eigentlich hätte ich irgendwie auch noch Bock, unter Wasser nochmal eine Basis zu bauen. Das habe ich nämlich sonst immer auch ganz gerne gemacht. Schön mit Glaswürfeln und so. So, so. Klingt ja fast nach dem nächsten Minecraft-Projekt. Die Unterwasserbasis, oder? Aber da wüsste ich ehrlich gesagt nicht, ob ich da Bock habe, das im Survival-Mode zu machen. Tja. Alter, da kannst du so viel Sand einschmelzen. Ja, aber du kannst halt vor allem auch Survival-Mode mit coolen Mods und so spielen. Ja, das Problem ist, dass hier überall Skelette sind am Strand. Hier an dem Strand müssen wir ran, deswegen... Ich glaube, ich warte einfach, bis der Tag ist. Hier sind überall Skelette. Überall. Wir kommen halt nicht ganz bis dahin, ne? Also. Gut, wir können vielleicht noch ein Stückchen weiter, dann haben wir ein bisschen kürzeren Fußweg. Hallo Zombie. Da sind nochmal vier Skelette links. Also, das Spiel mag Skelette sehr gerne scheinbar. Oha. Können wir die nicht einfach weghauen, nur noch Schwert und Schild? Ja, aber vier Skelette ist schon übel. Ja, ist schon viel. Da oben ist ein Enderman. Und hier ist ab, hier ist Eis. Also Boot mitnehmen. Mein Schwert ist auch schon fast hin. Ich hab noch eins. Ein Schild habe ich halt gerade nicht ausgerüstet wegen der Karte, weil ich die sonst nicht angucken kann. Da vorne siehst du mal ein hässliches X. Wir werden hier beschossen. Ja, ich laufe einfach weg. Hier vorne ist das X. Achso. Oha! Ja, das war mein Versuch, das irgendwie auf der Karte sichtbar zu machen. Abstrakte Kunst, oder? Ja, sehr abstrakt. Er sieht echt also wild aus. So, ich laufe hier nach unten im Tunnel. Oh. Hast du dir denn gemerkt, hier unten... Wann wir links oder rechts abbiegen müssen. Gar nicht. Das ist doch der gerade Weg zur Kammer. Ach stimmt, das ist... Ah, stimmt, genau. Ah, ja, 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 du hast recht. Ja, wir sind ja, bei der Kammer. Wir haben ja... Ja, es fehlten genau drei Augen. Aber das heißt, wir müssen gleich noch Betten und sowas mitnehmen, damit wir hier ein Lager machen. Damit wir immer hier respawnen. Da ist das Endportal. Klingt unheilvoll. Könnte ich reinschubsen. Was passiert? Komme ich da wieder raus? Nö. Nee. Nur durch den Tod. Deswegen habe ich überlegt, die Betten hier hinzubringen dann und ein Lager hier rüber zu schleppen, wo wir Sachen drin haben wie Eisen, damit wir uns im Notfall nochmal reingehen können mit neuer Ausrüstung. Also ich glaube, wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Pfeile. Ja, Pfeile müssen wir auch noch herstellen, da hast du vollkommen recht. Wir müssen das mit den Hühnern auch fertig machen.
Also wir sind noch nicht komplett vorbereitet, das stimmt wohl. Also entweder brauchen wir viele Pfeile für dich oder wir brauchen nochmal Unendlichkeit auf deinen Bogen. Also ich hätte jetzt gerade 18 Level. Ich könnte noch ein paar Bücher verzaubern, in der Hoffnung, eins zu kriegen, wo Unendlichkeit bei ist. Und bevor ich da rausgehe, tue ich mal ganz kurz das Boot schon mal in die Leiste unten. Weil wir laufen jetzt einfach und legen das Boot ins Wasser und los geht's. Und da ist ein Skelett. Bisschen ausweichen kann man ja. Hier dachten wir am Anfang, dass wir runter mussten. Deswegen waren da so viele Fackeln. Ja. Nee, Eckbert, heute wird nicht noch Minecraft gespielt. Aber ich werde nachher nochmal offline gehen, weil ich nochmal ein bisschen was an der Technik arbeite für meinen Stream. Danach aber werde ich nochmal streamen heute Abend. Und zwar in meinen Geburtstag rein. Und dann wird es morgen auch noch einen großen, großen Stream geben an meinem Geburtstag. Aber heute streamen wir in meinen Geburtstag später noch rein. Was es heute Abend gibt, kann ich noch nicht sagen. Vielleicht Coral Island, vielleicht nochmal ein bisschen Potion Permit, keine Ahnung. Aber morgen gibt es auf jeden Fall Assassin's Creed. Das Geile bei den alten Assassin's Creed Spielen war ja, du konntest halt einfach die ganze Zeit die Kontertaste spammen und hast halt einfach immer One-Shot-Kills gemacht. Ja, immer. Gut, aber ich versuche ja möglichst nicht zu kämpfen. Ich versuche ja, möglichst nicht Passagen, entdeckt zu werden. Ja, aber du hast ja Passagen, wo du kämpfen musst. Ja. Also, zumindest in Assassin's Creed 2 und folgenden. Mhm. Eins kannst du ja wirklich fast komplett versteckt spielen. Ja gut, du kannst ja Flucht. Du hast ja immer die Möglichkeit Flucht oder Angriff. Ich töte ja keine Unschuldigen. Nee, aber Wachen, Soldaten. Die sind doch unschuldig. Nein. Nur, die sind doch nur Spielfiguren. Die Schuldigen sind die Leute, die die Spielfiguren steuern. Und das sind die Schuldigen, das weißt du aber auch, Hom. Nein. Nein. Die sind alle Teil der Verschwörung. Ja, natürlich. Was stehen ja die da auch so rum? Es wird ja gemunkelt, von Assassin's Creed 1 soll es im Season Pass von Assassin's Creed Mirage nochmal ein Remaster geben. Das wäre geil. Season Pass wusste ich jetzt nicht, hätte ich nicht gehört, aber ich weiß, dass es schon länger das Gerücht gibt, dass es ein Remake zu Assassin's Creed 1 geben soll, ganz schön viele Skelette. Ja, die hatten ja mit dem Season Pass von Assassin's Creed Odyssey auch Assassin's Creed 3 als Remaster damit reingepackt, zusätzlich zu den beiden Erweiterungen. Na gut, ja, aber das ist halt nicht nur Season Pass dann am Ende. Sondern das wirst du auch so kaufen können. Ja, also mit Sicherheit haben die da ja auch gemacht. Das hat gemacht. Nur einen Bonus also, auf den Season Pass, ja, das ist genau, möglich. Es war halt im Season Pass war es mit enthalten. Ich weiß nicht, was der Season Pass initial gekostet hatte damals. Ich glaube, bin 40 aber Euro. Wirklich tatsächlich sehr skeptisch, wenn es um Remake von Assassin's Creed 1 geht. Assassin's Creed 1 ist meiner Meinung nach fast perfekt. Da ein Remake zu machen, ist schon mutig. Also ich glaube, ein Remake Dinge, werden sie nicht machen, wenn einfach nur, die werden kein Remake machen, die werden einfach ein simples Remaster. Das ist zu wenig, meiner Meinung nach. Das, ja, aber mehr werden die nicht machen. Dafür ist das Spiel zu alt. Da einfach ja, nur aber, ein bisschen die Lichteffekte zu verbessern, das reicht nicht. Also. Ja, aber also genau das, aber ich gehe davon aus, dass sie genau das machen. Assassin's Creed 1 mit dem Parcours von Unity vor. Das wäre gut. Das wäre eine große Erweiterung für Assassin's Creed 1. Das wäre dann noch geiler, noch besser. Und stell dir mal vor, die würden so ein bisschen die Missionsvielfalt verändern. Dass die Missionen, die Auskundschaftsmissionen ein bisschen spannender sind, als die es jetzt im Spiel sind. Weil ja, ich meine, du machst halt immer wieder das Gleiche. Ja, Assassin's Creed 1 war übelst monoton. Du hast ja fünfmal einfach das Gleiche gemacht. Ja, repetitiv halt, ja. Du hast immer wieder komplett das Gleiche getan. Ja. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht und die Story war halt geil, ne? Ja. Ich stell dir mal vor, die wollen das alles nochmal ein bisschen zusammenkomprimieren und nochmal cooler machen mit den ganzen Auskundschaftsmissionen und dann noch das Parcours von Unity mit dabei und dann hättest du echt ein geiles Spiel. Also. Ja, mega geil wäre es halt, wenn die sich in dem Bereich einfach mal ein Beispiel an Capcom nehmen würden. Was die halt aktuell mit ihren, oder seit ein paar Jahren jetzt mit ihren Resident Evil-Teilen machen, ist einfach fantastisch. Ja, das sind ja auch Remakes. Also, ja. Und das, die machen alles richtig. Ausnahmslos. Ja. Resident Evil 2, mega geil. Resident Evil 3 ist jetzt nicht ganz so mein Fall gewesen, weil der Teil allgemein actionlastiger war als der zweite, aber egal. Aber auch trotzdem sehr gut umgesetzt. Und das, was man jetzt schon zu Resident Evil halt und bauen da auch teilweise veränderte Rätsel und sowas ein, damit es auch für Leute, die das Spiel schon kennen, nochmal spannend ist und machen das komplettes Upgrade der Grafik, also komplett alles neu gebaut. Also, aber immer noch so, dass man es wiedererkennt. Ich bin auch so gehypt auf Resident Evil 4, ne? Nächstes Jahr, März. Das, ja, wirklich, ich habe da so sehr gut Bock sein drauf.
Ich habe von Leuten gehört, die schon eine Review-Copy haben oder testen durften, dass das Spiel richtig gut sehr sein. Gut ist. Also es ist Resident Evil 4 nur in geiler, mit brennender Kuh, habe ich gehört. Brennende Kuh habe ich als Stichwort gehört. Laufende brennende Kuh. Ja, das habe ich im Gameplay-Trailer gesehen. Ich glaube, das wird geil. Das wird richtig geil. Ja, das kann durchaus sein. Jetzt müssen wir mit den Hühnern mal gucken, wie wir das jetzt machen mit den Hühnern. Wir müssen jetzt die Massentierhaltung einführen. Haben wir denn schon ein paar Eier gesammelt? 9 Stück haben wir hier drin in der Truhe. Soll ich die da alle reinwerfen oder was? Nee, bloß nicht hier rein. Das sind unsere Bio-Hühner. Die dürfen auch hier leben bleiben. Erstmal. So, das sind ja Bio-Hühner. Die Eier sind ja viel zu teuer. Ist ja viel zu teuer, diese Hühner hier. Das kann sich ja kein normaler Mensch leisten. Hier von Eier zu holen. Und was hast du jetzt vor? Jetzt kommt, wie nennt man das? Ich nenne es einfach mal Massentierhaltung. Aber können wir die nicht hier einfach drin so lange vermehren, bis die sich nicht mehr bewegen können? Oder willst du jetzt noch ein zweites Gehege bauen? Wir brauchen ein bisschen Sand, wir müssen ein bisschen Glas machen, damit wir auch reingucken können, damit wir das Leid anschauen können. Es macht ja keinen Sinn, wenn wir so ein Leidensding bauen und wir können nicht reingucken, oder? Das stimmt, soll ich ein bisschen Sand besorgen? Ja, wenn wir keinen Sand haben, dann solltest du Sand besorgen. Ja. Aber wir haben hier Glas, wir haben hier 47 Glas, also es sollte eigentlich reichen, um Guckfenster reinzumachen. Und das wird aber ganz schön teuer vom Eisen, glaube ich. Weil es geht eigentlich so. Was war das nochmal? War das so, der Trichter? Nee, das war der Eimer. Wir wollen aber der Trichter. Ich will, dass das alles automatisch rauskommt. Ah doch, 5 Eisen. 5 Eisen und Ruhe. Ich verzauber nochmal schnell ein paar Bücher. Mach das. Ich habe auch noch ein paar Level. Ich habe 15 Level. Du kannst auch direkt Bögen versuchen, wenn du genug... Wir haben eigentlich genug Material, um Bögen herzustellen. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, 2 Trichter müssten eigentlich reichen. Ich hoffe es zumindest. Sonst... Ich kann ja beim Verzaubern einfach immer die Stufe 1 nehmen, ne? Ja, du kannst aber auch beim Bogen gucken, ob du irgendwann eine Endlichkeit hast. Man kann es immer Stufe 1 machen, bis du bei einer der Stufen Unendlichkeit hast. Wir haben sehr viele Seile in unserem Lager. Also wir haben irgendwie 200 Seile oder so. Also du kannst sehr viele Bögen herstellen. Ja, aber wo ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass da Unendlichkeit beim kommt? Beim Buch oder beim Bogen? Beim Bogen. Weil der Bogen ist limitiert ja, was du drauf kriegst. Es gehen ja nur die Bogenverzauberungen drauf. Beim Buch kannst du alle Verzauberungen kriegen, die es gibt. Absolut alle. So. Okay, warte, dann baue ich mir jetzt einfach... Ich baue ein paar Bögen und dann gucken wir... Wir haben im Lagerhaus haben wir noch jede Menge Fäden. Mhm. Ich glaube, dieser Baum hier muss weichen. Ich habe nur leider keine Axt. Deswegen muss ich es vermutlich mit der Spitzhacke machen. Mit der Faust. Mit der blanken Faust. Ich glaube, mit der Faust geht es genauso schnell wie mit der Spitzhacke, ja. Tatsächlich. Also ja, ich mach's mit der Faust. Und im Ferneckbett hast du Resident Evil 4 und es geht nicht. Also das alte Resident Evil 4, da kann ich dir nicht helfen. Ich glaube, das neue wird funktionieren. Was? Der Eckbert hat gesagt, er hat Resident Evil 4 und es geht nicht. Aber ich nehme an, der meinte das Alte und nicht das Remake. Aber das kann er nicht haben, das Remake. Es gab mal von Resident Evil 4, glaube ich, eine HD-Remaster-Version, ne? Die war, naja. Also da gab's Fan-Mods, die waren besser als das, was die da geliefert haben. Ah, ja, das stimmt. So. Okay, ich glaube aber 2 Trichter könnte knapp werden eigentlich. Ja. Naja. Etwas so ich einfach nur rein. Die ganze Zeit Stärke krieg, ne? Einfach nur Stärke überall. Ist halt ein ganz schön starker Bursche. So, wenn ich jetzt hier was hinschmeiße, dann kommt es in die Truhe. Wunderbar. Genau das wollte ich. Da machen wir uns ein schönes Guckfenster. Damit wir das Leid auch sehen können da drin.
Sonst macht das ja keinen Sinn, Massentierhaltung zu betreiben. Wenn man nicht das Ganze kürzen kann. Ich muss mal die ganzen Bögen wegpacken. Hast du wieder übertrieben mit den Bögen? Wo man 360 Grad Surround Light. Oder reicht es, weiß ich nicht. Wie viel Light willst du? Wie viel Light? Ja. 360 Alles Light. Grad Light? Alles. Okay. So viel wie geht. Also eigentlich müssten wir den Boden noch durch Stein ersetzen dann. Wenn es noch mehr Light ist, aber ein bisschen was zu essen müssen sie ja haben. Ich rate dir aber übrigens, niemals da reinzufallen, ne? Das ist einfach mal so ein Rat, weil ich hol dich da nicht mehr raus. Aus der... Ich weiß nicht mal, was du machst. Okay. Du baust da irgendwas. Ja, das ist dann der Hühnerstall. Das sieht aus wie ein Aquarium. So sieht Massentierhaltung halt aus. Haben wir irgendwo noch eine Werkbank? Okay, ich kann jetzt gerade nicht mehr Bögen verzaubern. Kann ich noch ein Buch? Nee. Da musst du wohl mal in meine Monsterfalle gehen und da ganz viele Level holen. Weil die so gut funktioniert? Ja, es funktioniert ja so gut. Warum funktioniert die nicht? Ich weiß nicht, weil wir drumherum vermutlich die Sachen nicht ausgelöscht haben. Das ist halt schon wichtig. So. Hühnerstall ist fertig. Nice. Vielleicht muss ich nochmal gucken, dass ich so ein kleines Loch reinmache, wodurch man die füttern kann. Damit die sich auch so vermehren können durch Futter. Aber prinzipiell legen die auch wieder Eier. Also von daher ist es ja wurscht. Den Eiern können wir wieder neue machen, also von daher. Ich guck mal, ob in der Monsterfalle was drin ist. Einfach Vertrauen haben. Es stand ein Zombie drin. Ist auch gut. Ah, davor liegt aber ein Item, was wir nicht kriegen. Bräuchten doch wirklich noch einen Trichter. Okay, ich muss noch mal einen Trichter herstellen. Ich hoffe, dass nicht alle Hühner dann auf einmal rauslaufen. Ich habe das Eisen ja mal im Inventar. Was ist das? Sogar mit Treppe. Ja, um neue Hühner reinzuschmeißen. Okay, da sind jetzt Küken drin. Noch sind es Küken. Braucht sich sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Aber der Part ist gleich vorbei. Das heißt, das ultimative Leid wird man noch nicht in diesem Party erfahren. Ich habe noch 10 Eier. Soll ich die da noch reinschmeißen? Gib mir lieber die mal her, weil die muss man auch richtig reinschmeißen. Nicht, dass die oben rausspringen. Was kann man denn beim Reinschmeißen falsch machen? Ich muss die doch einfach nur auf den Boden klatschen, oder was? Dann tötest du die anderen wieder. Ja, auf einen leeren Block. Ja, gibt's ja bald keine leeren Blöcke mehr da unten. Ja, du machst es falsch. Ach, aber nicht aus jedem...
Also es kommt nicht aus jedem Ei ein Küken. Nee. Auf die oberste Fensterreihe. Und wenn dann ein Küken spawnt, nicht nochmal werfen. Weil sonst haust du das Küken. Aber wenn die erwachsen sind, werden die viele Eier legen und die werden alle in die Kiste kommen. Und dann können wir aus der Kiste wieder Eier nehmen und noch mehr Hühner draus machen. Und die Federn, die sie droppen, die kommen dann auch alle in die Kiste. Weil die so glücklich sind, legen die viele Eier? Ja. Die sind so glücklich da drin. Wow. Ihnen geht's da drin so gut. Wir gehen jetzt mal schlafen. Okay. Ich fütter die anderen Hühner gleich nach dem Schlafen. Aber bevor wir schlafen gehen, natürlich noch Musik. Das ist eine schöne Klänge zum Schlafen. Ja. Ist auch überhaupt nicht laut. Nee. Ich hab keinen Wahlgesang. Du hast doch noch von Dama gesprochen. Ja, ich hätte gern Wahlgesang, ja. Der hört da auch gerne zum Schlafen. Mach die Scheiße aus, Dama. Du hast, glaube ich, die andere Musikplatte aufgenommen, aus Versehen. Kannst sie in die Kiste packen. Du hast eine Musik-Disc in deinem Inventar. Hab ich nicht. Ist doch gerade eben hier rausgefallen. Irgendjemand muss sie aufgenommen haben. Nee, hab ich nicht. Wirklich nicht. Wie er lügt. Ich hab sie. Warum fällt dir das raus? Ja, Konstruktionsfehler von mir. Ja, ich merke das schon. Kackhaus. Die Musik ist besser. So, meine lieben Freunde, das war's für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht was Besseres in eurem Leben. Euer Potato Pet. Und der wunderbare, wundersame, besamende Hom-Tanks, der Hühnerschreck. Ja, verabschieden sich. Bis dann. Tschüss. Tschüss.